Moin, liebe Freunde, moin, liebe Follower, moin, liebe Abonnenten. Ich grüße euch alle recht herzlich. Mein Name ist Michael Scharnberg von der Firma Jürs GmbH, der Kollisionsspezialist. Und nach dem Intro, ja, erfahrt ihr, wo ich denn jetzt hinfahre. Uwe ist auch mit dabei, aber der spielt heute nur die zweite Geige. Jo, da bin ich wieder. Also, wir haben einen Model 3-Fahrer, der auf so ein bisschen Umwegen zu seinem Auto gekommen ist. Und mit ihm habe ich schon ganz viel E-Mail-Kontakt gehabt. Ja, das Auto hat er jetzt gebraucht gekauft, ist dann, ich glaube sogar gestern, das erfahren wir aber nachher, und ist dann, hat gleich einen Overtermin gemacht, heute 19 Uhr, zwischen 18 und 19 Uhr, und er würde gerne auch eine Preisschätzung haben für die Keramikbeschichtung. Und selbstverständlich fahre ich dann hin. Somit haben wir ein neues Video und dann werden wir uns den Lack mal ein bisschen genauer angucken. Ja, und vielleicht kriegen wir ja was von Uwes Prüfung auch noch mit. Und dann nehme ich euch sehr gerne mit. In diesem Sinne sehen wir uns gleich wieder bei Uwe auf dem Hof. Ob der Kunde schon da ist, weiß ich nicht. Ich bin viel zu früh. Bestimmt 15 Minuten zu früh, aber vielleicht ist er ja schon da. Bis gleich. Ja, sagt er, der hat eine Reichweite von 50 Kilometern und 80 im Sommer. Ich sage, das wäre doch völlig ausreichend. Ja. Ja, und dann sagt er, dann sind wir richtig, dann müssen wir fahren. Und das hätte ich machen dürfen. Ja. Ich habe mich da reingesetzt, bin losgefahren und der ganze Quatsch war besiegelt. Cool. So. Moin! Also ich habe schon mal kurz eingeleitet. Du bist? Ja, mein Name ist Thorsten. Moin. Hallo. Thorsten, ich bin Michael, aber wir kennen uns schon vom E-Mail-Verkehr. Ne? Und du hast dir ein Model 3 gekauft. Ja, ich habe mich mal getraut. Gebrauchten aber. Ein Gebrauchten, genau. Wir stehen schon ein bisschen länger in Kontakt. Und heute passte das gerade. Uwe soll gleich den Check machen, habe ich mitbekommen. Ja. Und dann gucke ich mir gleich den Lack an. Und ja, und dann gucken wir mal, dass wir einen knackigen Preis für dich zurechtkriegen. Ne? Ja. Wir gehen gleich mal rein, weil die Kamera mag nämlich keinen Wind. Das ist immer so ein bisschen Insekten. Du, der ist seit vorgestern nur unterwegs. Ja. Ich hab den aus Frankfurt abgeholt, bin hier hochgefahren, dann wieder zur Arbeit, wieder zurück, jetzt wieder hier hoch. Aber weißes Auto und weißes Leder ist einfach nur geil, ne? Das ist cool. Ja, hast du auch? Achso, warte. Genau. Ist einfach nur cool. Der ist auch noch nicht sauber, fällt gar nichts, das ist so, wie er mir den gegeben hat. Dafür kommt er dann zu mir. Ja, genau. So ist es so. Einmal ganz kurz, ohne hin und her zu schubbern. Ja, das ist doch wirklich, mag ich total gerne. Ich mach mal die Lüftung aus. Mag ich total gerne. Weißes Auto, weißes Leder, schwarz, mit schwarz gemischt. Super schick. Was ist euer Lieblingsauto oder eure Lieblingskombi? Könnt ihr uns mal in die Kommentare schreiben. Ja, du hast mir gerade ein bisschen erzählt von, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Und du hast schon vorher ein Elektroauto gehabt, ein Opel Ampera. Und eigentlich wolltest du den gar nicht verkaufen und jetzt hat Uwe ihn gekauft eben. Jetzt hat Uwe und Uwe fing das ja alles an mit einem Opel Ampera. Die Geschichte habt ihr vielleicht von mir schon mal gehört, als ich Uwe interviewt habe. Aber bei dir fing es auch so an, du sagtest gerade, der Opel Ampera hat dir die Elektromobilität erklärt. Das, ne? Ist das Auto, was... Ja, setz dich doch mal mit hier rein, dann können wir doch... Ich bleib hier sitzen, hier besitzt es gut. So. Ja, wie gesagt, der Ampera ist das Auto, was mir im Prinzip erklärt hat, wie funktioniert Elektromobilität. Du kommst sogar aus dem Fach, du bist Elektromeister, sagtest du, ne? Elektrotechniker und Meister. Ja. So, und also das sind ja für mich Götter, ne? Also, ach, ja. Doch, ehrlich. Ich habe mit 16, als ich dann von der Schule gegangen bin, habe ich ein Jahr wollte ich Elektrotechnik machen, BGJ, Berufsgrundbildungsjahr. Ey, ich habe nichts verstanden. Ein Draht ist einfach, zwei kannst vertauschen und drei ist Raumfahrt. Alles gut. Und ab da, was die alles können, das sind für mich Götter. Jeder Elektriker heute, wenn der bei mir zu Hause irgendwas anschließt, ich habe da allerhöchsten Respekt. Elektrotechnik ist überhaupt nicht meins. Außer das hier.
So hat jeder seinen Job, da komme ich mit irgendwelchen Verbrennern genau. nicht klar. Oder genau. Kann ich es einstellen. Aber dafür kann ich dann Auto lackieren und wir können. Das ist das, genau richtig. Genau, so jeder hat seins. Ich habe meins doch gefunden, zum Glück. Ja. Nee, genau. Du hast also Opel Ampera bist du gefahren. Ja. Da bist du auf so ein, also Elektromobilität bist du gekommen, hast du mir gerade erzählt. Erzählen wir den Zuschauern auch nochmal, als du quasi auf ein E-Day warst. Ja, es gab also eine Ausstellung, das war 2015. Da waren halt mehrere Autos ausgestellt. Das war so die Zeit, wo es noch keine Ladesäulen groß gab. Es gab wenig Autos. Aber der Gedanke war schon mal, darüber nachzudenken. Und dann haben wir gesagt, wir wollen es mal machen. Hatten also von nichts eine Ahnung. Und dann haben wir uns halt die üblichen Verdächtigen angeguckt. Natürlich VW war da, Tesla war da, Renault war da, BMW war da. Und ein ADAC stand, der ein bisschen abseits stand. Und da stand halt auch ein Ampera rum, den ich überhaupt nicht kannte, weil es ja auch so ein kleiner Exot. Und der Mann sagte dann, nachdem wir auf zugegangen sind, hab jetzt gedacht, ich muss jetzt irgendwo unterschreiben wegen Mitgliedschaft. Nee, er sagte, das Auto wäre nichts für mich. Und sowas kann ich ja ab. Ne? So, und dann hat gesagt, warum nicht? Und dann sagte er mir, naja, das Ding hat eine Reichweite im Winter von 50 Kilometern maximal und im Sommer 80. Da habe ich überlegt und gesagt, das ist ja genau das, was ich benötige. So, und dann sagt er, das ist genau richtig und wir beide machen eine Probefahrt. Ja, reingesetzt, der UFO gestartet, das war ja was völlig Neues, das Auto war nochmal, hat nichts gehört und das summte nur vor sich hin. Gucken wir uns gleich nochmal an. Alles lief irgendwie hoch da. Naja, und dann ging das Fahren los und da hat das, glaube ich, 5 Minuten gedauert und dann war ich gefangen von dem elektrischen Fahren. Ja. Ja, und ein Jahr später haben wir den Gebrauchten gefunden und ja, haben ihn eigentlich mit ganz viel, viel Angst gekauft. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Was hat das Auto damals gekostet? 20.000 Euro. Ja, 20.000 Euro. Ja. Ja. So, und hatte 30.000 runter. Ja. Ne? So, und wir haben gesagt, wir gehen dieses Risiko mal ein. Wenn wir es wegschmeißen, das Geld, dann haben wir selber Schuld. Aber wir wollten das ausprobieren. Und das Auto hat die letzten 5 Jahre dafür gesorgt und hat mich so in den Bann gezogen und mich überzeugt, wie man es richtig macht. Weil ich bin wirklich seit diesen 4 Jahren, 4, 4,5 Jahren, die jetzt dabei sind, fahre ich zu 95% rein elektrisch mit diesem Ampera. Pendel zur Arbeit hin und her, fahre damit einkaufen. Es ist eine andere Situation. Man kann nicht mal irgendwo kurz nach München fahren, also rein elektrisch. Dafür habe ich ja noch den Benziner mit drin gehabt, als Range Extender. Mhm. Aber das kommt so selten vor. Und das habe ich so für mich rausgefunden. Ich habe das auch alles protokolliert mal, um mal zu sehen, was so passiert. 95% habe ich alles elektrisch gemacht, ohne meinen Lebensstil umzustellen. Und das ist immer das, was ich auch immer sage. Diese blöde Diskussion über die Reichweitenangst. Das ist 2012, das ist abgehakt. Das gibt's nicht mehr. Nee, ist so. Absolut nicht. Aber es wird ja immer wieder, na, oh, wie. Das ist immer die erste Frage, die immer kommt. Ja, wie weit kommst du denn damit? Ja, genau. Und das ist immer diese Situation, wo ich immer sage, wo man dann vielleicht einmal im Jahr, und das sind deine 5%, ja, dann vielleicht an den Gardasee will. Oder heute mit dem Tesla sowieso gar kein Thema. Und auch die anderen werden ja weiter ausgebaut. Ja. Aber im Grunde genommen, diese Reichweitenangst, zu 95% gebe ich dir nämlich recht, reicht so ein Auto. Ja, so sieht's aus. Wir waren sogar den Tag, als wir ihn gekauft haben, haben wir in Hamburg gekauft, sind dann natürlich elektrisch losgefahren in Hamburg. Natürlich auf der Autobahn, irgendwann war dann der Akku, wir waren also 150 Kilometer entfernt von da, wo wir wohnen. Und da war der Akku irgendwann leer, dann sprang der Benziner an, rollte genauso so ruhig weiter und floss so vor sich hin. War für mich völlig normal, ich habe Benziner, ist ja alles gut. Ja. Komm nach Hause und saß auf dem Sofa und habe mir überlegt, wo lädst du denn morgen eigentlich? War mir überhaupt nicht bewusst, das habe ich auch nie drüber gedacht. Ja. Da habe ich überlegt, wo gibt's Ladesäulen? Es gab keine Ladesäulen. Und dann irgendwann fiel mir ein, ach, das Ding hat ja eigentlich eine Steckdose. Du kannst ja eine Steckdose stecken. Mm. Zu Hause habe ich ein Carport, kann ich hier reinstecken. Na, habe ich dann auch gemacht. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil das Auto könnte abbrennen. Die Bude könnte abbrennen, weil überlastet. Völliger Schwachsinn. Ich stehe morgens auf, völlig gerädert und das Auto sagt mir, vollgeladen. 79 Kilometer Reichweite, ich fahre 45 Kilometer zur Arbeit. Ich sage, das ist ja geil. Ja. Und dann mein Arbeitgeber war so nett und freundlich damals, hat gesagt, naja, ist ja auch kein Problem, wenn Sie einen Exot da fahren, dann kriegen Sie mal eine Steckdose. Also habe ich eine Steckdose bekommen. Das heißt, ich fahre morgens zur Arbeit, vollgeladen, das Auto ist halb leer. Ich stecke an die Steckdose, arbeite 10 Stunden. Mhm. Das Ding ist in 3 Stunden wieder voll, wenn er ganz leer sein würde. So, das heißt, er ist immer voll geladen. Und was noch geil gewesen ist, du kommst nach Hause und kannst tanken. Ja. Das war mir auch nicht bewusst. Ja. Ja, sonst immer, ich muss zur Tanke den letzten Cent noch irgendwie rausfinden, nur da ist günstiger als da. Nee, jeden Abend zum selben Preis, zum selben Kurs. Und ich habe pro Monat, ich habe das mal alles aufgelistet, so 30 Euro, 40 Euro, im Winter 50 mal an Stromkosten. Ja, das ist nix. Das ist nix, nee. Das ist nix und ich bin komplett mobil. Ja, schön. Ich hab hier Verwandte,
Und da ging es dann auch darum, da waren die Ladesäulen standen dann nicht direkt vor der Tür, sondern sie standen bei der Muck, unten beim Testzentrum, bei der Handelskammer stand eine. Und da habe ich gesagt, ich muss mal ganz kurz hinfahren, ich muss mein Auto zum Anstecken hinstecken. Ja. Da haben die mich angeguckt, was willst du? Ich sage, ich gehe da jetzt hin und stecke mein Auto an. Genau. Und lade das. Ja. Erstmal kostet es zu dem Zeitpunkt nicht, das ist genau. Auch noch so. Und, bis nächsten Monat. Am nächsten Monat sind auch die zahlungspflichtig. Ja, genau. Gottes. Ja. Aber das ist glaube ich, Stromnetz Hamburg, ne? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube. Kann ich. Ja. Ja, cool. Und jetzt seid ihr auf Tesla umgestiegen und Uwe macht gleich den Check. Ja. Und genau. Naja, ich wollte jetzt erstmal meinen übergeben, weil den hat Uwe mir weggeschnappt. Eigentlich schweren Herzens, aber ich weiß, dass er in guten Händen ist. Den gucken wir uns gleich nochmal an, den Amperewagen. Ja. Genau. Und ich schmeiß jetzt mal einen Blick auf deinen Lack. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe es mir nicht mehr geschafft anzugucken, weil ich habe schon wieder ein Computerproblem gehabt. Du interessiertest dich auch für Hohlraum oder war das nur Keramik? Komplett oder? Rundum und Sorglospapier. Einmal das also komplette. Die komplette Versiegelung außen, die doppelte, dann unten den Unterboden, also die ganze Dings da. Und dann noch diese Löcher, die da angeblich da zu finden sind, eventuell, genau, ja. Falls sie denn da sind. Ja, und halt die Dämmung. Also bei den Löchern zeichnet sich das so ab, dass fast jedes Auto die hat. Das ist tatsächlich so. Jo, und jetzt gucken wir das mal an. Also was ich euch auch immer schon sagen kann, wenn ihr ein weißes Auto habt, dann kann ich den Lackpreis, ich sag ja auch immer, ich kann ihn erst so richtig sehen, wenn das Auto bei uns frisch gewaschen und dann auf der Bühne steht, bei LED-Licht, dann kann man es erkennen. Aber bei weißen Autos haben uns das mittlerweile so eingeschossen, die sind fast alle gleich gut. Selbst wenn die nicht so ganz gut sind, dann kriegt man sie relativ schnell aufpoliert, weil bei Schwarz sieht man wirklich alles. Also beim schwarzen Auto polieren wir, sag ich mal, vielleicht 10 Stunden und beim weißen sind es manchmal nur zwischen 3 und 6. Also das ist, da haben wir uns schon ganz gut eingeschossen. Von daher gucke ich mir das Auto jetzt an, dann schmeißen wir nochmal einen Blick. Ganz wichtig, wir müssen in der Ampere noch einmal ein Bild haben. Das muss jetzt kommen. Muss der Abschied werden. Das machen wir jetzt. Das wird ja das große Abschied nehmen von Ampere. Ja. Uwe, deine Haare sind ganz zerzaust, Mensch. Echt? Ich weiß, haben gerade Haarstudio heute Morgen. Moin. Ne? Ach ja. Familie. Mach mal so, das ist ja. Oder toll aus. Ganz zerzaustes Haar. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Lädst du mich jetzt zum Essen ein? Wozu lädst du mich jetzt zum Essen ein? Ja, weil du ein Auto gekauft hast. Das soll doch gar keiner wissen. Achso. Das ist noch geheim. Das ist geheim? Ich meine nur ein Video von. Willst du das releasen? Oh. Uwes neues Auto? Uwes neues Auto. Oh. Oh. Da klicken sie ja richtig denn, ne? Geil. Hätte ich das gewusst heute, Mensch, hätte ich mich auch noch schick gemacht. Ja. So, dann gucken wir uns den mal an, ne? Kim, kannst du dich ja locken, ne? Ja, mit dem fing bei dir alles an, ne? Das ist so ein bisschen. Willst du den behalten? Ja. Echt? Ja. Cool. Ja, schön. Ich habe da aber auch so ein bisschen tränendes Auge gesehen. Ja, es ist... Zwei sogar. Ich wollte ihn ja wieder haben, aber Opa hat ihn nicht mehr hergegeben. Nee, ich wollte den behalten. Erzähl mal die Geschichte in Kurzform. Wie bist du damals auf Ampera gekommen? Irgendwie ein Verwandter hatte... Mein Joel. Ah ja. Mein Neffe Joel, der ist bei Opel, arbeitet da und hat 2016 gesagt, 15, 16, komm mal vorbei. Hier ist so ein Elektro-Ampera, der ist geil. Das geht gar nicht. Ich bin nicht zufrieden. Ich komme mit meiner Corvette vorbei und mache ein paar Kreise um den Ampera. Und er sagt, komm mal vorbei. Wir sind damals noch aktiv Track-Racing gefahren. Und sag ich, geht gar nicht. Lass sie mal alle die Elektroautos kaufen. Dann kann ich schön meine ganzen Dodge Ram und Escalades tanken. Nee, komm mal vorbei, sagt er. Ich sage, ja gut, dann komme ich vorbei. Dann war ich in Hamburg, Netterfeld, Dello bin da hingefahren, eingestiegen. Nach 20 Sekunden, wusste ich. Das ist es. Nach 20 Sekunden. Welche und Farbe dann alles verkauft danach. Meiner, den ich gefahren habe, war ein schwarzer. Ja. Das war ja nur ein Probefahrtauto. Ach ja, stimmt. Stimmt, richtig. Und der war schwarz, auch schwarz von innen. Und hat so einen Spaß gemacht. Bin dann noch nach Quickborn raus und wieder zurück. Und kurz vor Hamburg sprang erst der Motor an, dachte ich, das ist nicht schlecht. Der Motor ist auch ziemlich leise beim Ampera, nicht so wie beim Fisker Karma, den ich dann gekauft habe daraufhin, sondern den hörst du fast gar nicht. Ja, und dann fing alles an. Cool. Und ich hatte ein paar Monate später hatte ich einen Fisker Karma, den habe ich ein halbes Jahr gefahren
Und dann habe ich mir meinen ersten Tesla gekauft, 2016 im Dezember. Da gibt es im nächsten Video, weil Thomas Haag, mein damaliger Partner, hat das gefilmt, das wusste ich gar nicht, und hat Videos davon gemacht, ach, die kommen demnächst. Also ja, cool. Die allerersten, bevor wir überhaupt wussten, dass wir YouTube machen. Haha, geil. Ja, cool. Ja, Mensch, ich freue mich schon aufs Essen. Schönes Auto, aber das will ich jetzt nicht in die, nicht in die Wunde. So, nee. Nee, alles gut. Aber wirklich ein schönes Auto. Hm. Der braucht aber erstmal eine Politur. Ja. Ja, Entschuldigung, bei uns hat es heute ganz doll geregnet. Dafür bin ich ja zuständig. Weißt du, was der an Spritverbrauch gehabt hat, seitdem er lebt? Na? 1,2 Liter auf 100 Kilometer. Habt ihr das gehört? 1,2 Liter. Das ist kurz vor 1,1. Ja. Ja, komm, Uwe, lass uns mal das Model 3 reinnehmen. Wollen wir den hochnehmen? Ja, also hochnehmen brauchst du ihn nicht. Ich wollte ihn nur drinnen mal bei Licht angucken. Gut, dann fahrt mal rum. Ja, fahrt mal rum. Hochnehmen möchte ich nicht. Nö, brauch nicht. Gott. Langt schon. Was mich interessieren würde, ist die Dämmung. Da würde ich gerne mal wissen, ob das lohnt bei dem oder ob wir das sein lassen müssen. Ich finde die nicht so laut, weil ich bin ja nun... Also die Kunden, die das gemacht haben, haben alle gesagt, definitiv ist der wesentlich leiser. Gut, machen wir's. Und wenn er dir also leise genug ist, dann brauchst du es natürlich nicht machen. Dann Kohle sparen. Also es kann immer noch leiser werden, muss das nicht. Aber es haben viele, ich glaube, du musst mal lesen bei uns, bei Google oder bei Tesla Body. Ja. Da hat einer, Herr Kuglik, hat jetzt gerade geschrieben, nee, es war das Herr Kuglik, ich kriege die schon alle durcheinander. Aber der war auch total begeistert von der Dämmung und hat gesagt, das ist also definitiv, hat das was gebracht. Die haben aber vorher keine Ampere gefahren. Das kann sein, da magst du recht haben, ja. Das hängt da unten. Ach nee, das ist der Schwellerslose. Kunststoffschweller. Ja. Da muss einmal gegen glauben. Ja. Ja gut, aber vom Lackzustand ist immer wieder das Gleiche, was ich schon gesagt habe. Das Weiß ist einfach, da ist nichts mit los. Keine Delle, die ich jetzt bis jetzt sehe. Hinten diese Stellen, die könnte man ein bisschen anlackieren, die wir da eben gesehen haben. Vorne macht es keinen Spaß. Das geht einfach. Das auch. Vorne hast du einen Steinschlag? Ganz klein, ja. Das Einzige, was wir gefunden haben. Könnte ich ihm gleich eine Topflasche schenken, weil ich habe ja noch welche im Auto. Ich fahre nämlich 150 Topflaschen kannst spazieren. Kannst du nicht erkennen, weil er nicht gewaschen ist, viele Fliegen drauf sind. Das ist in diesem Bereich, da hast du... Okay. So ja. Längst ist schon die Lose. Was? Muss mal reinsetzen, so mal. Setz dich mal rein, mach mal so. Gelenk sollte die Lose. Die muss ich machen. Was? Merkst du, ja? Ist das schlimm? Finde ich schon ein bisschen viel. Also ist ja auch schon außergewöhnlich, dass er da so schief Tangentialspiel, wollte ich gerade sagen, hat. Also ist mir nicht aufgefallen, dass ich da noch nie Tesla gefahren. Bin wahrscheinlich wieder. Wie immer, ne? Jo, dann werden wir den Herrn Thorsten mal einen guten Preis machen. Und dann schauen wir mal, dass wir Uwes Auto demnächst in die Werkstatt kriegen zum Entrosten. Hallo, da ist fast kein Rost dran. Und zum einmal aufpolieren. Sag mal tschüss. Sag mal tschüss. Sag mal tschüss, so nett wie du immer bist. Sag mal tschüss, so nett wie du immer bist. Hast du gesagt? Aua, boah, da ist immer ein Schlag drauf. Du bist krank. So sieht so. Ich habe keine Lust mehr mit dem zu reden. Spaghetti, ja, guck mal, das ist nichts mehr. Nix, guck mal da. Nix. Gar nicht mehr. Hier. Und hier, guck mal hier. Ja. Schickenwings. Ja, ich muss unbedingt Schickenwings. Ich muss wieder Sport machen. Ja. Aber bis jetzt konnte ich mich ja kaum bewegen. Ich bin übrigens Internetathlet. Ich mache jeden Tag Sport. Internetathlet. Ja. Und nach guter alter T&T Tesla Manier. Deswegen auch die 73 Erst mal Kilo. Ne? Erstmal deswegen auch die 73 Kilo. Ach, hör auf jetzt. Bis denn. Tschüss. Tschüss, ihr drei. Tschüss. Ciao.